Hallo Leute, mein Name ist Martin Grau und herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: Geht jetzt nun doch der Bullet Club in Richtung WWE? Pete Dunne ist verletzt und wird Batista 6 Monate bei der WWE bleiben? Ich hatte euch ja hier schon mal informiert über den großen Plan, um NXT wirklich weltweit rauszubringen, beziehungsweise um das Nachwuchsprogramm für die WWE einfach weltweit auszubauen, indem man ja auch geplant hat, mehrere Performance Centers aufzubauen. Dieser Plan wird natürlich auch jetzt weiterhin verfolgt. Außerdem versucht man damit natürlich auch weiterhin neue Talente zu bekommen, um dann halt auch die ganzen NXT-Stationen, die ganzen Performance Center voll zu kriegen. Außerdem überlegt man mit NXT gerade, ob man nicht wöchentlich 2 Stunden NXT ausstrahlen sollte, denn NXT steckt momentan so voll mit großartigen Talenten, die man einfach wenig einsetzen kann mit nur 1 Stunde. Natürlich geht ja demnächst auch NXT UK an den Start, womit wir ja schon mal wieder eine neue Stunde haben, die wir ja auch wieder gucken müssen. Und wenn NXT, also das normale NXT, denn auch noch auf 2 Stunden ausgebaut wird, wird es einfach immer mehr, was man gucken muss. Genauso gibt es auch die Überlegung, ob man vielleicht auf 90 Minuten erstmal mit NXT hochgeht oder ob man, wenn man denn den neuen TV-Deal hat, das Ganze splittet, also dass man 1 Stunde auf zum Beispiel Fox dann sehen könnte und die normale andere Stunde könnte man dann auf dem Network gucken. Dass man das vielleicht so aufbaut, um halt den Brand nicht nur ins Fernsehen zu kriegen, sondern auch hier einfach, dass mehr Aufmerksamkeit dann auf NXT liegt, aber natürlich auch damit verbunden, mehr Leute das Network bestellen sollen, natürlich. Dann habe ich euch ja mal darüber informiert, dass Adam Page, also ein Teil des Bullet Clubs, ein Angebot von der WWE bekommen hat. Dazu wurde dann aber nicht mehr gesagt, dazu gibt es jetzt kleinere Infos. Und zwar hat er das Angebot nicht wirklich abgelehnt, aber er hat um noch ein wenig mehr Bedenkzeit gebeten. Das heißt, ein Nein in Richtung WWE kam dann nicht. Einfach nur, ich brauche mehr Zeit, um mir darüber im Klaren zu werden, ob wir das machen wollen. Und wir ist nämlich genau das richtige Stichwort, denn es gab ja auch schon hier die News, dass der Bullet Club, wenn das so sein soll, wenn, dann nur zusammen zu einer neuen Company geht. Das heißt, man könnte hier, wenn man einen überzeugen könnte, mit der Sache, dass alle zusammengehen wollen sollen, dann hätte man hier einfach schon eine richtig gute Basis, um den kompletten Bullet Club in die WWE zu bekommen. Das heißt natürlich auch, dass Adam Page jetzt erstmal abwarten muss, bis die Verträge von den Young Bucks und von Cody auslaufen, damit man denn alle zusammen dann irgendwie in die WWE holt. Gerade Cody ist natürlich so eine Sache, möchte er überhaupt zur WWE zurück? Und die Young Bucks als größtes Tag Team momentan, neben den Challengers natürlich, ist halt eigentlich auch ziemlich krass, wenn die dann halt zur WWE gehen. Also, es ist alles sehr, sehr krass und gerade hier der Bullet Club, vielleicht bei NXT, wäre einfach absolut Wahnsinn. Mal schauen, wie das weitergeht. Das ist aber auf jeden Fall noch nicht vom Tisch und das ist ja auch das Spannende daran. Und da wir gerade auch bei den Bullet Club sind, ist natürlich auch hier die Frage, was ist denn mit All In 2, 3, 4, 5 und so weiter, also das All In Event, was von Cody Rhodes und den Young Bucks ja geplant wurde, durchgezogen wurde und richtig geiles Ding war. Und die Frage natürlich im Raum steht, was da jetzt genau passiert, wann da jetzt vielleicht Ankündigungen für eine Wiederholung kommen. Aber hierzu die Info, die ganzen Verträge laufen ja aus, wie ich ja gerade gesagt habe. Das heißt, man weiß gar nicht, ob man im nächsten Jahr überhaupt die Möglichkeit hat, nochmal so ein All-In-Event zu planen. Weil wenn man bei der WWE ist, dann darf man ja nicht gleichzeitig noch eine Indie-Show promoten. Und das wird halt einfach ein bisschen schwierig. Deswegen wird es dann natürlich nicht zu einem All-In 2 kommen. Muss man jetzt einfach alles abwarten, was da genau passiert und ob es dann vielleicht doch nochmal so ein riesen Independent-Event geben wird. Dann haben sich sicherlich einige Leute gewundert, warum John Cena in dem Tag Team Match beim Super Showdown nur so wenig eingesetzt wurde und auch kein Bump genommen hat. Das hat was damit zu tun, dass er ja momentan in China ist und einen Film namens Project X mit Jackie Chan aufnimmt. Das ist auch der Grund, warum er so eine schöne Haarpracht gerade hat
Und hier wollte man einfach das Risiko, dass er sich verletzt, so gut es geht, klein halten. Weswegen ja Bobby Lashley das meiste Match geworkt hat und nur John Cena dann zum Schluss nochmal seine Six Move of Doom rausgehauen hat. Übrigens nochmal kleine Klatsch- und Tratsch-Geschichte zu Cena. Man hat Cena zusammen mit Nikki Bella in Melbourne erwischt, muss man sagen, in einem Einkaufszentrum gesehen. Da haben Fans Fotos gemacht. War hier allerdings kein offizieller WWE-Auftritt oder so, sondern es war privat. Allerdings hat Nikki Bella noch vor kurzem gesagt, dass sie eigentlich keinen Kontakt mit John Cena mehr hat. Und ja, scheint also, ich weiß jetzt nicht, eigentlich nervt es mich ein bisschen immer dazu, irgendwas zu berichten. Aber ja, keine Ahnung. Ich sag euch, wenn die wieder zusammen sind, okay? Unser UK-Champion Pete Dunne musste jetzt vor kurzem ein Indie-Event absagen, weil er eine kleinere Verletzung an seinem Fuß hat. Allerdings wird diese Verletzung nicht dazu führen, dass er einige NXT UK-Tapings ausfallen lassen muss, sondern er wird auch bei den nächsten Tapings wieder fit sein. Es handelt sich hierbei nur um eine kleinere Verletzung, die also nicht für einen kompletten Ausfall für Pete Dunne sorgen wird. Nächste Woche Dienstag ist ja die 1000. Smackdown-Episode und natürlich fährt die WWE da extrem viel auf. Der Undertaker ist angekündigt, Rey Mysterio ist angekündigt, wir haben Batista mit der kompletten Evolution und außerdem versucht man ja auch noch The Rock für dieses Event mit dazu zu bekommen. Einige Spekulationen meinen auch, dass man vielleicht auch Brock Lesnar hier dazu kriegen könnte, aber ich glaube, da der ja so viel Geld kostet, könnte das hier langsam ein bisschen zu voll werden für eine reguläre Smackdown-Episode, auch wenn die 1000. Natürlich krass ist, aber man muss ja auch sich noch ein bisschen um den laufenden Kram kümmern. Und übrigens bei Batista können wir gleich bleiben, denn es gibt momentan die Spekulation, dass es hier nicht nur um die 1000. Smackdown-Episode für Batista geht, sondern dass er möglicherweise einen Kurzzeitdeal unterschrieben hat, der dann über die 1000. Smackdown-Episode läuft, über den Royal Rumble, über WrestleMania, über Survivor Series, also quasi um die kompletten nächsten Monate. Würde dann also ein halbes Jahr umfassen, was natürlich möglich wäre. Kommt natürlich immer darauf an, wie gerade die Chancen für Batista in der Filmbranche stehen. Denn hier hat er natürlich auch eine ganze Menge zu tun und eine ganze Menge gute Angebote. Und wenn halt zeitgleich irgendwas gefilmt werden muss, dann muss er halt da wieder hin. Aber mal schauen, Batista vielleicht sogar bis WrestleMania hin aufzubauen, vielleicht mit einem Match gegen Triple H. Das wäre auf jeden Fall bei WrestleMania 35 nochmal eine richtig fette Sache. Ja, Freunde, und dann war es das auf jeden Fall schon mit den WWE News für heute. Vergessen wir natürlich nicht, dass morgen auch noch eine WWE News Ausgabe kommt und dass morgen Abend natürlich auch wieder ein Livestream kommt mit Tomb Raider. Wir spielen das Ganze weiter, das ist immer sehr lustig. Ich weiß auch nicht, warum mich das irgendwie so amüsiert, dieses Spiel. Aber irgendwie drehe ich da auch völlig frei. Schaltet da also gerne ein. Ansonsten gibt es auch noch viel auf meinem Gaming-Kanal. Den verlinke ich euch natürlich auch hier oben. Und checkt wie immer Smilodogs aus. Martin10 ist dann natürlich der Gutscheincode für 10% Rabatt auf alles, Freunde. Ja. Neosubs auch auschecken und so. Der ganze Spaß, Freunde, ihr kennt das. Klickt euch einfach mal durch die komplette Infobox. Ihr habt doch jetzt eh nichts Besseres zu tun. Mehr Videos kommen heute nicht von mir. Also, los, Infobox anklicken und geht mal durch, was da alles so Schönes zu finden ist. Das ist eine ganze Menge. Also, ja, Freunde. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht nicht mehr so dolle. Wir sehen uns. Raw und Smackdown Reviews sind übrigens auch online für alle meine Kanalmitglieder, falls ihr das noch nicht seid. Vielleicht ist das ja was für euch oder halt für meine Twitch-Abonnenten oder Patreon-Supporter. Geht überall, Freunde. Also, das war's für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.